Herzlich willkommen, ich heiße Sie auch herzlich willkommen zu unserem achten Symposium. Energiemedizin, Informationsmedizin hört man immer öfters, immer mehr und dennoch wissen die meisten Persönlichkeiten, Menschen nicht wirklich damit was anzufangen. Was heißt denn Energiemedizin, Informationsmedizin und überhaupt, was ist überhaupt Medizin? Und da habe ich mir viele Gedanken gemacht und wie immer kann man die Antwort in der Vergangenheit finden. Und auch da möchte ich ein bisschen in die Vergangenheit anfangen. Und vor allem, wenn wir von Gesundheit oder von Krankheit sprechen, stellt sich die Frage, aus welcher Ebene sprechen wir? Aus der körperlichen Ebene, aus der geistigen Ebene, aus der seelischen Ebene? Und meistens ist es ja so, wenn wir auf Krankheit oder auf Gesundheit reden, meinen wir die körperliche Ebene. Denn wenn es uns gut geht und wenn wir ein Beispiel, wir hätten Krebs und wir wüssten es gar nicht, weil es gar nicht weh tut. Ich glaube, das wäre uns dann fast egal, weil unsere Lebensqualität, unser Leben läuft richtig gut ab. Wir fühlen uns wohl, wir haben eine hohe Lebensqualität und wie das in unserem Körper wirklich so alles abläuft, das wissen ja doch die wenigsten und ganz genau weiß es überhaupt kein Mensch. Das heißt also, es stellt sich die Frage, wir sehen unseren Körper, wir alle haben Organe in uns, aber wo ist das Leben? Und wenn wir vom Leben sprechen, heißt es noch lange nicht, dass wir eine Persönlichkeit meinen. Denn die Persönlichkeit ist ja noch einmal extra. Und somit müssen wir uns überlegen, was ist Persönlichkeit, was ist Bewusstsein? Auch das ist nicht wirklich deklariert auf der wissenschaftlichen Ebene. Fakt ist, dass wir Lungen haben, wir haben Magen, wir haben Knochen und sie haben alle Struktur, Form, Gestalt. Warum hat unser Herz so eine Form, wie es hat? Warum hat die Niere so eine Form, wie es hat? Es ist eigentlich der Ton, die Persönlichkeit, die letztendlich uns entwickelt. Sprich, ich will jetzt nicht so esoterisch werden, es ist einfach ein Geist mit einem Bewusstsein, das Leben erschaffen kann. Denn letztendlich kommen wir alle aus dem Kosmos. Denn wo waren wir denn vor 5, 6 Milliarden Jahren? Das hat es ja noch keine Erde gegeben. Das heißt, irgendwo müssen wir herkommen. Denn von nichts kommt nichts. Da sind wir uns ja bestimmt alle einig. Und das Interessante ist, dass die moderne Medizin letztendlich auf eine Wissenschaft aufgebaut ist, die schon sehr fragwürdig ist. Denn jahrhundertelang betrachten die Wissenschaftler den Menschen als biologische Maschine. 1637 behauptete der französische Philosoph René Descartes, dass Tiere nur bloße Automaten sind. Können Sie das vorstellen? Ohne Empfindung und Intelligenz. Mittlerweile wissen wir, dass er sich sehr geirrt hat. Und etwas 100 Jahre später übertrug sein Landsmann, Julien Aufray, ja, in seine Schrift La Homme Machine diese Sichtweise auf den Menschen. Er sei ebenso eine Maschine wie die Tiere, nur entsprechend komplizierter und aufwendiger konstruiert. Und jetzt erst, man könnte sagen, vor 50 Jahren hat Professor Dr. Felix Dretter vom Isar-Amberg-Klinikum in München, aus Bayern, in einer kritischen Betrachtung diese Sichtweise, sie hat uns seiner Meinung nach zu einem eindimensionalen deterministischen Bild von Menschen geführt. So untersuchten immer kleinere Einzelteile und wollten so das Geheimnis von Krankheit und Heilung verstehen. Das heißt also, wenn wir die Prozesse verstehen, wie es in der Zelle funktioniert, dann wissen wir, was gesund und krank ist. Und genau das ist nicht richtig. Die Quantenphysik geht auch ins kleinste Detail. Aber wissen Sie, was die Quantenphysik macht? Sie betrachtet immer noch das Ganze. Das heißt, wir suchen eigentlich das Kleinste und haben die Verbindung zu dem ganz Großen. Und durch diese Wechselwirkung, durch diese Informationskette ergibt sich dann auf einmal ein Bild. Und dann können wir Prozesse richtig erkennen. Wenn wir aber nur uns im Einzelnen verlieren, dann verlieren wir uns überhaupt im ganzen Universum. Ja, und so stellt sich die Frage, was ist Medizin, was ist Gesundheit? Und wenn Sie sich überlegen, dass die moderne Medizin diese Auffassung noch bis heute vertritt, dann stellt sich schon die Frage, wer ist jetzt die modernere Medizin, die Medizin der Energiemedizin, die Informationsmedizin oder die Schulmedizin, die noch in der Wissenschaft, in der Universität gebildet wird und gelehrt wird. Die Quantenphysik hat also diese Auffassung in Frage gestellt und man hört immer wieder die Quantenmechanik, die Quantenphysik.
stellt sie immer nur die Frage, was ist überhaupt ein Quant? Wenn ich sie fragen würde, was ist ein Quant, dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, das kleinste elektrische Teilchen. Stellt sie Energie. Stellt sie die Frage, wer löst das aus? Und warum? Und das Schlüssel des Geheimnisses des menschlichen Seins für Gesundheit, für Erfüllung. Und jetzt kommt das Interessante. In der amerikanischen Verfassung steht ja auch letztendlich das Glück. Wir versuchen ja immer glücklich zu leben. Wir wollen ja Glück. Weil es ist einfach ein homogenes Feld in uns, was wir sagen, auch das ist schön.